Licht, längere Tage und Vogelgezwitscher machen mein Leben reicher. Herzlich willkommen bei Angedacht mit Rüdiger Penzek. Entschleunigen, glauben, reden, leben. Heute Morgen bin ich geweckt worden von dem Gezwitscher von Vögeln. Eine Amsel zwitscherte vor meinem Fenster-Elitchen und ich stand auf und es war schon hell und ich dachte, hey, was für ein Morgen. Von jetzt auf gleich sind sie auf einmal da, die Vögel scheinbar, und begrüßen den Frühling viel zu früh eigentlich in diesem Jahr. Und wie gut tut mir das, und ich glaube vielen anderen Menschen auch, dass die Tage einfach wieder länger werden, morgens und abends Licht. Und dazu habe ich dann ein kleines Bibelwort gelesen aus den Losungen, wo es für jeden Tag einen kleinen Vers gibt, und den ich am Samstag gelesen habe, der lautet dann folgendermaßen: Hey, macht euch auf und lasst uns leben im Lichte Gottes. Lasst uns leben im Lichte Gottes, nicht in der Finsternis, sondern im Licht Gottes, in seiner Sonne, in seinem Glanz. Und dazu habe ich ein kleines Lied, und das gebe ich jetzt einfach mal wieder zum Besten. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lässt mich deine Hilfe sehen. Nebel ringsumher, ich sehe dich nicht mehr, kann den Weg nicht mehr sehen. Doch dein Wort ist das Licht, das durch den Nebel bricht. Du führst mich an deiner Hand. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lässt mich deine Hilfe sehen. Das war Angedacht mit Rüb, was dein Leben reicher macht. Auf bald!